ist hier der Boot 2016 vor dem Tauchturm, Magenta Island genannt. Wir tauchen hier 5 Tage lang von Samstag bis Mittwoch. Jeweils 2 bis 3 Tauchgänge am Tag, 20 bis 30 Minuten normalerweise, regelfällig mehr oder weniger. Der Tauchturm ist 4 bis 5 Meter tief, 8 Meter lang, 4 Meter breit. Also es gibt 6 Vereine aus Deutschland, die halt ausgewählt wurden und einer davon sind halt wir, da halt glücklicherweise drin und dann wird halt, man muss auf jeden Fall ein GW haben, also man muss auf jeden Fall ausgebildeter Taucher sein, also das heißt hier Anfänger und nicht ausgebildete Taucher kommen hier nicht rein und dann wird man auch noch am Anfang, also ob man auch tauchtauglich ist, wirklich muss hier verschiedene GWs und Tauchmöglichkeiten vorlegen und dann kommt hier eine begrenzte Anzahl von jungen Leuten rein. Ich muss jetzt hier machen. Du musst jetzt tauchen, dann ab die Post. So, tschüss Dominik. Sicherheitsvorkehrungen hoch sind, es gibt öfter mal halt auch Kontrollen, dass man halt seinen Führerschein vorzeigen muss.
du merkst einfach, dass Präsenz auf der Straße ist. Da muss ich immer ehrlich sagen, da fühle ich mich nicht unsicherer, sondern sicherer. Und gerade hat mir gestern ein Freund gesagt, was er darauf antworten würde. Fühlst du dich sicher in Köln auf dem Hauptbahnhof im nächsten Moment? Ist genauso. Wenn was passieren soll, irgendwann kann immer was passieren. Ja, weil ich auch politisch aber es ist scheiße geworden wird, dann dort er die und genau. Aber dass ich wirklich nicht will, dass du irgendwas merkst, und die hatten ja auch nicht wirklich das. Sehe ich ganz genau, da finde ich dir vollkommen zu. Sprechen wir noch ein bisschen was kaufen aus euren Videos. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit von eurem selber üppigen Tauchangebot, dass auch Taucher mit körperlicher Einschränkung bei euch ins Unternehmen eintauchen können. Was heißt das konkret? Wer ist da angesprochen? Und was ist da denkbar, was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt haben? Also tauchen kann jeder. Ein Taucharzt sagt, dass der fit fürs Tauchen ist. Okay? Und dann körperliche Einschränkungen, die sind ja eigentlich nur da, wenn man jemanden Barrieren in den Weg baut. Und gerade unter Wasser. Blau, tief, wunderschön. Und fast die ganze Jahre. Das sieht man jetzt schon. Das sieht ja hart. Weil ich bin auch den ganzen Jahr in Mallorca. Das stimmt tatsächlich. Und bei euch geht es auch noch relativ gediegen, relativ familiär zu. Draußen die mal auf in Mallorca ist eine Insel, wo sehr viele Leute. So, wie war das? Das ist eine Flosse. Aber nichtsdestotrotz ist es für euch ein bisschen familiärer, gemütlicher. Und wie war's? Gut. Ich habe 2 Euro, ne? Nein, Fluss liegt da jetzt unten. Ja, 2 Euro. Ey, Scheiße, kann ich nicht mehr holen? Ja, ja gut. Christina hat ihre Flossen verloren. Das kostet natürlich. Mann. Ich bin hier noch gut holen. Ja, hallo, das darf der Mats 3 Euro nicht rausbringen. Ja, gut, jetzt. Hol in der Hand. Madon. Ja. Kostet das wirklich etwas, wenn man die Flosse verliert? Ja, wenn man Sachen vergisst oder wenn man das Flying Jacket vergisst oder so wie ich gestern die GoPro, danke, dann kostet das 2 Euro. Kannst du dir das leisten? Nicht zu oft leider. Was tust du dagegen? Sachen nicht vergessen. Hat nur gestern nicht geklappt, hat sie ihr Blei vergessen und nicht Kamera. Du hast auch schon die Kasse gefüllt? Ja. Hast du alles mit? Ja. Von dir kann keiner Geld verlangen? Bis jetzt noch nicht. Okay. Hier ist in der Flosse drin. Wie warm ist denn das Wasser? Warm. Nicht warm. Also gestern war wärmer eigentlich, aber war immer noch warm. Ja, was schätzt ihr, wie viel Grad? 28, wow. So angenehm. Wie tief ist das eigentlich, das Becken? 4 Meter. Wisst ihr sonst noch was, wie lang oder so? 8 Meter lang. 8 Meter lang und auch wieder 4 Meter, 4 oder 5 Meter breit. 4 oder 5 Meter breit. Von wann bis wann seid ihr auf der Boot? Seit Samstag. 23. Bis Mittwoch. Bis morgen. Bis morgen, genau. Und Schule? Donnerstag wieder. Dann wäre Sennert Lehrer. Leider. Ihr habt ja geschwänzt. Nein, 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 wir wurden beurlaubt. Wir wurden beurlaubt. Von einer Schule. Ja. Ja. Wann ist der nächste Einsatz? Heute Mittag irgendwann. Ja, halb noch mal zwei rein. Oder sowas. Ja. Ja, wie oft geht ihr denn so im Tag ins Wasser? 2 bis 3 Mal. 2 bis 3 Mal, ja. Und Essen, wo geht ihr hier essen auf der Boot? Ist das nicht teuer alles? Oder bringt ihr euch von zu Hause Sachen mit? Nee, wir haben die Maike, die kocht für uns sehr lecker jeden Tag. Ja. Die die Küchenkönigin. Wie viele Leute essen denn hier bei euch im Aufenthalt? Sind wir? Eine gute Frage. 30, 40? Ziemlich viele. 80, 90, glaube ich, sind wir insgesamt. 90. Die Technik ist ja auch. Ja. Und die Ausrüstung, was ist das, eure eigene Ausrüstung, die ihr anhabt? Nee, die bekommen wir von den Marken gestellt. Ja.